Hallo ihr lieben Kaninchenliebhaber, heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach ein Kaninchenhaus selber basteln könnt, wo auch große Kaninchen reinpassen. Und ja, das Video wird zweigeteilt sein. Im ersten Teil zeigen wir euch, wie wir das Häuschen zusammenbasteln. Und im zweiten Teil werden wir das dann in das Gehege integrieren und das Gehege auch so ein bisschen umbauen. Aber alles Weitere werde ich euch dann im nächsten Video erzählen. Also in diesem Video geht es wirklich erstmal nur darum, das Häuschen zu bauen. Viel Spaß dabei! Hä, was liegt denn hier alles rum? Das ist doch alles nur Quatsch, um wieder richtig ordentlichen Lärm zu machen. Da will ich jetzt erstmal auf einen abseilen. So, hier seht ihr, was wir alles an Materialien verwendet haben. Wir haben zum einen hier diese Pressspanplatten, wo halt so eine weiße Beschichtung drauf ist. Ich finde die immer ganz praktisch, weil die Kaninchen die auch eher weniger annagen. Dann haben wir hier PVC, einen Bohrer, Schere, alles was man halt so braucht, ne? Um Häuschen zu bauen. Ja, da müsst ihr einfach mal selber gucken, was ihr dann an Materialien euch holen möchtet. Huiuiui, nochmal. Bitte noch einmal, ich habe richtig Bock, noch einmal damit zu fahren. Hallo, machst du das jetzt mal bitte? Naja, dann laufe ich halt darüber. Dim. Als erstes wird der PVC zurechtgeschnitten, um ihn hinterher auf den beiden Platten zu befestigen. Könntest du mal bitte ein bisschen leiser sein? Ich versuche hier zu schlafen. Hier kriege ich ja die Pimpern hin. Was geht denn hier von meinem Haus ab? Was ist das für ein Schwachsinn? Hey, geh da weg. Das ist doch Müll. Müll ist das. Ja, von dem PVC hatte ich so ein paar Reststücke, deswegen musste ich die jetzt natürlich so ein bisschen zurechtschneiden, damit die auch genau auf diese Platte passen. Ich zeige euch das aber gleich auch nochmal eben genau, wie man so aus Reststücken halt wirklich was rausschneiden kann, dass es auch wirklich passt, weil ja, da muss nichts weggeschmissen werden, nicht? Der PVC-Belag wird dann einfach mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Ja, bei dem Klebeband sollte man natürlich darauf achten, dass da nicht unbedingt dann ein Kaninchen drauf hüpft, denn das könnte ziemlich unangenehm werden. Kann ich dir helfen? Ich könnte dir sehr gut helfen. Guck, ich trampel das einfach platt und dann klebt das auch direkt ordentlich drauf. Bitteschön. Huiuiui. Ey Hazel, geht ihr dir auch so auf den Sender? Ich hab da einfach keinen Bock mehr drauf. Ich geh da jetzt weg, ey. Die überstehenden Kanten habe ich dann einfach mit der Schere erstmal grob weggeschnitten und später dann mit einem Cuttermesser wirklich ganz nah am Rand dann abgeschnitten. Da solltet ihr wirklich vorsichtig sein, dass dann natürlich jetzt dann nicht unbedingt Kaninchen in der Nähe sind, wenn ihr da mit den Geräten hantiert. Ja, und dann ging es auch schon direkt daran, die ersten Außenwände anzubringen. Ich habe dann erstmal die beiden großen Außenwände genommen und mit Winkeln erstmal ein bisschen befestigt, damit da ein bisschen mehr Stabilität reinkommt. Genau, und dann stand sozusagen auch schon das Grundgerüst. Im Anschluss habe ich dann auch direkt die Bodenplatte an diesem Grundgerüst fixiert. Zuerst habe ich natürlich die Löcher vorgebohrt, damit die Platte nicht splittert. Das geht bei diesen beschichteten Platten nämlich recht schnell. Also da solltet ihr ein bisschen vorsichtig sein und ja, ein bisschen mehr am besten vorbohren als zu wenig. Denn das ist echt ärgerlich, wenn das dann hinterher anfängt zu splittern. Genau, hier seht ihr nochmal, wie ich mit dem Cuttermesser dann wirklich ganz nah am Rand entlang gehe, um dann wirklich die letzten überstehenden PVC-Kanten abzuschneiden. Passt nur auf, dass ihr euch da wirklich nicht schneidet, denn das Cuttermesser ist sehr, sehr scharf. Hallo, wer wohnt da? Hallo, wer ist da drin? Hallo, hallo, hallo. Niemand? Naja. Ja, freie Wohnungshaltung bedeutet natürlich auch, dass die Kaninchen überall herumwuseln. Da muss ich natürlich tatsächlich echt aufpassen. So, hier seht ihr nochmal einen Senker, den habe ich da benutzt, um die Schrauben möglichst tief
sozusagen zu verankern, ohne dass die Kaninchen sich später daran verletzen können. Oder halt die untere Platte, dass die wirklich nicht über den Boden schrappt und den Boden kaputt macht. Ja, damit nichts schief gehen kann, merke ich mir immer den Spruch, erst bohren, dann senken und dann schrauben. Dann kann wirklich nichts schief gehen. Ja, jetzt kann ich nämlich endlich die Schrauben reindrehen. Ich muss das jetzt mal überprüfen. Also die Ecke ist okay, die Ecke ist auch okay. Die hast du auch gut gemacht und da hinten, das sieht auch gut aus. Okay, das können wir so lassen. Ihr seht, das Kaninchenhaus nimmt langsam Gestalt an. Es hat natürlich zwei Eingänge, wie es sich für ein gutes Kaninchenhäuschen gehört. Und damit die Süßen den PVC-Boden nicht annagen, habe ich dann so eine Leiste noch angebracht. Die ist auch total einfach anzubringen. Das kann man ganz leicht mit der Säge einfach durchsägen, dieses dünne Plastik, und dann mit Schrauben einfach fixieren. Und die Leisten sind auch gar nicht teuer. Die kosten bei 3 Metern kosten die 2,50 Euro oder so. Also die sind wirklich nicht teuer. Als nächstes folgt das Dach und da müsst ihr euch wieder merken, erst bohren, dann senken und dann erst schrauben und dann kann nichts schief gehen und wie ihr seht, das Dach steht und ich kann jetzt schon den PVC-Boden anbringen und hier seht ihr auch nochmal, wie ich die Endstücke miteinander sozusagen verbinde und ja, das klappt ganz gut mit einem bisschen Übung. Nein, aber das ist wirklich super, ne? Diese Technik, dass man wirklich so ein paar Endstücke auch benutzen kann, ohne sie gleich wegschmeißen zu müssen. Hier seht ihr auch nochmal die ganzen Endstücke, die ich zusammengeklebt habe. Die müssen, wichtig ist, dass die überlappend sind, ne? Das sieht man jetzt auch nochmal hier, dass die wirklich übereinander gehen. Dass man da wirklich einmal komplett einmal drum schneiden kann und dann die oberen Teile lösen kann. Entschuldigung, die unteren Teile lösen kann und dann das obere wird dann sozusagen oben drauf fixiert. Nicht schlecht. Also da könnte ich mir vorstellen, einzuziehen. Ich muss mal drin noch checken, wie das aussieht. Okay, hier könnte ich mein Bett hinstellen. Hier mein Regal von Ikea. Ja, ist geil. Ist echt geil. Entschuldigung, da oben. Wann bist du denn nicht mal fertig? Jetzt kommt noch ein optionaler Schritt, den ihr nicht unbedingt machen müsst. Aber ich finde das immer ein bisschen sicherer, wenn das Häuschen auch so ein kleines Mini-Gelände bekommt. Mit den Latten, die man auch im Baumarkt ganz günstig bekommt, da kostet eine 2 Meter Latte um die 60 Cent, also das ist wirklich richtig günstig und ja, die kann man einfach oben auf dem Häuschen befestigen, sozusagen als Geländer, damit die natürlich nicht erstens nicht sofort runterfallen und wenn sie da oben sich drauflegen, dass sie auch wie so einen Halt haben, dass dann nicht irgendwie, wenn einer dann plötzlich angeschossen kommt, den anderen dann von den, vom Häuschen runterschubst. Da bin ich immer so ein bisschen, ja, sicherheitsbedürftig. Ja, und jetzt ist das Häuschen auch schon fertig. Es hat zwei Eingänge. Das ist natürlich ganz wichtig bei Kaninchenhäusern, damit auch immer ein Fluchtweg gegeben ist. Es ist mit PVC belegt, damit man es sehr leicht reinigen kann. Es hat eine Bodenplatte. Gerade im Winter wird es nämlich oftmals sehr kalt auf dem Boden. Und ich hoffe, dass es den Süßen auf jeden Fall auch so gefällt, wie es mir gefällt. Wenn ihr PVC-Boden benutzt für solche Häuser, solltet ihr immer darauf achten, dass der so eine starke Struktur hat, damit die Kaninchen auch wirklich gut drauf laufen können, ohne wegzurutschen. Also Leute, der Kleine, der hat mich rausgeschickt und meinte, hier ist irgendwo ein Schatz vergraben und ich buddel hier immer, aber ich finde, oh, jetzt geht das hier nicht weg, Mensch, also ich krieg das hier nicht weg. Und der meinte, hier draußen ist irgendwo ein Schatz vergraben, also der erzählt nur Quatsch, hört einfach nicht auf den. Bis zum nächsten Mal, euer Edgar.